3 Spiele, 7 Punkte und 3:0 Tore. Der FC Hansa Rostock ist erfolgreich in die Saison 2017-2018 gestartet. Beim 1:0-Sieg in Erfurt zeichnete sich die Kogge erneut durch eine starke Teamleistung aus, auch wenn es bis zum Schluss spannend war. Hartes Stück Arbeit, die Chancen, die wir hatten. Ich denke, wir können vielleicht einen Tick früher schon 1:0 in Führung gehen, aber hinten war es auch immer so, dass wir hellwach sein mussten. Und nach 93 Minuten, wenn man da 1:0 gewinnt, dann ist man natürlich extrem froh. Einen kleinen Zusammenschnitt vom Ostduell, natürlich mit dem Tor des Tages von Oliver Hüsing, seht ihr hier. Stefan Wannenwetsch, der hat nach knapp 15 Minuten eine Menge Platz, zieht mal ab, Klevin kann nur noch vorne abklatschen lassen und Ziemer scheitert. Dann Amaury Bischoff, ebenfalls mit einem Freistoß. Lang und länger wird er und Hüsing köpft ein. Zum 1:0 Oliver Hüsing mit seinen 1,93. Kann man diesen Ball halten? Hüsing aus kurzer Distanz, aber Klevin im bedrohten Eck. Zu spät für mich, ein Torwartfehler. Lange ausruhen darf sich die Deutsche F11 aber nicht auf dem Auswärtssieg. Im Rahmen der englischen Woche geht es bereits am Wochenende in Rostock weiter. Zufrieden können die Jungs aber trotzdem mit dem bisherigen Saisonstart sein. Ich glaube, wenn man im Vorfeld gesagt hätte, 7 Punkte aus 3 Spielen, dann hätte es, glaube ich, hier jeder unterschrieben, auch ich. Die Spiele sind insgesamt auch gut gelaufen. Wir haben, glaube ich, in jedem Spiel auch besseren Fußball gespielt und können insgesamt zufrieden sein mit unserer Leistung. Am Sonnabend werden Mike Owusu und Co. von Aufsteiger SV Meppen gefordert. Die Emsländer sind noch sieglos und unterlagen am Mittwoch zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg. Mit dem Support der Hansa-Fans im Rücken wird der FCH alles für den ersten Heimsieg geben. Unglaublich, wirklich. Es war, keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war einfach gigantisch. Läufst hier auf, kriegst direkt Gänsehaut, siehst die ganzen Fans und so. Du kriegst es im Spiel dann gar nicht mehr so mit, was sie dann alles da alle singen oder die sich nach vorne peitschen, aber dann, wenn so eine Ecke ist oder mal ein Einwurf oder eine längere Pause und du guckst es hier nochmal an, das ist einfach ein geiles Gefühl. Unterstützung erhält Hansa ab sofort von Selçuk Alibas. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat am Mittwoch einen Einjahresvertrag bei der Kogge unterschrieben und soll die Offensive des FCH beleben. Bei den neuen Autogrammkarten des FC Hansa Rostock ist Selçuk natürlich auch dabei. Genau wie Cheftrainer Pavel Dotschev und alle weiteren Profis, Trainer und Funktionsteammitarbeiter. Zu kaufen gibt es die schicken Karten ab dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC.